Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ja, ihr merkt es jetzt gerade schon leider, das Spiel leckt wieder. Fragt mich nicht, wieso, es hängt nicht mit der Änderung zusammen, die ich vorgenommen habe, auf jeden Fall. Würde ich nicht wissen, wie, weil ich habe es jetzt gerade im Backup-Speicher auch nochmal getestet und da ist es genauso. Und zwar hat, weil ich schon anspreche, nicht mit der Änderung zu tun getan habe. Wir haben ja letztens alle Plätze hier freigekauft. Was natürlich mega, mega großer Vorteil ist für uns, dass wir mehr Fläche haben. Aber die Fläche war ja trotzdem leider sehr klein für das, was du hier bauen kannst. Dementsprechend habe ich mich im Internet erkundigt, was es für Möglichkeiten gibt. Und habe eine Möglichkeit gefunden. Und zwar geht es dabei um überschreiben, was die World Size angeht. Denn, ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben hier eine Grundplatte, Grundfläche an Tiles, die hier, die erstellt wird. Und die hat eine Maximalgröße oder eine, ja, die maximale, hat eine maximale Größe. Oder immer eine, naja, maximale Größe nicht, es hat eine Standardgröße. Die ist immer gleich groß. Die wird nicht irgendwie automatisch generiert, je nachdem wie groß das Spielfeld ist, sondern hat eine maximale Größe. Deswegen gibt es ja auch ein Spielfeldgröße aktuell in diesem Spiel. Was ist natürlich, ja, wollen wir sagen, was ist leider schade ist oder sowas, sondern es ist halt leider damit das Problem entsteht dadurch das Problem, dass du diese kleine, ja, kleine Fläche hast zum Bauen. Klar, mit dem ganzen Mikromanagement hier drin wird es schon wieder ordentlich. Aber halt, wenn du Flughäfen baust, Landeflächen, Startplätze und alles, dann bist du sehr begrenzt. Wir haben es beim großen bei der großen Startbahn ja gesehen, die kriegst du nicht wirklich in beide Richtungen gedreht hin, weil einfach dann die Fläche vorbei ist. Und das ist ja jetzt mal nicht wirklich schön. Dementsprechend kann man aber die Border hier verschieben. Und wenn ihr seht, auf der Seite ist er noch nochmal groß, da ist dieser Chunk, aber was ihr jetzt auch seht, ist hier, dass ein Void ist. Das liegt daran, dass halt, wie gerade erwähnt, die World oder die Welt eine Standardgröße hat. Bedeutet, wenn die World Size sich verändert, verändert sich nicht die Spielflächengröße. Dementsprechend sehen wir hier halt jetzt das Void. Aber wenn wir jetzt auf die andere Seite schauen, wo wir am Maximum waren, hier zum Beispiel, seht ihr schon, die Border, die geht noch ein bisschen weiter und zwar zwei Chunks fast schon. Das ist natürlich heftig. Hoch, Winter. Alter, ich finde, Winter ist leider visuell nicht wirklich ansprechend. Und nach oben, ja, soll ich sagen, wir haben ein bisschen Fläche noch. Um das jetzt natürlich dementsprechend umzubauen bzw. zu schützen, müssen wir die Zäune nochmal abreißen, die wir jetzt gelegt haben die letzten paar Male. Damit wir jetzt erweitern können, die Zäune neu legen. Alles nochmal erneuern an den Zaun. Genau, aber hier haben wir den Zaun auch lang gezogen. Haben nach meinem Wissen sogar das Ganze nach oben schon durchgezogen. Und ihr seht auch, dass halt zum Beispiel hier die Chunk-Anzeige nur bis zum Spielrand geht zum Originalen. Ist halt jetzt leider schade. Dadurch werden wir hier mäßig viel oder haben wir halt das Problem, dass wir nicht wirklich abschätzen können. Aber der Baummodus geht ganz normal weiter. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel nehme und sage, ich will jetzt hier eine Mauer bauen, dann geht das hier weiter. Das ist bloß hier die Begrenzung. Das ist leider so. Position des Gegenstandes ist ungültig. Warum das denn jetzt? Ach, die Mauer darf ich nur innerhalb des Terminals bauen, ne? Also das hier darf ich, das ist hier ein gutes Beispiel. Entschuldigung. Also seht ihr, das kann man hier ganz standardmäßig bauen. Das geht hier nicht weg auf einmal oder sowas. Sondern es bleibt da. So, ich hoffe mal, dass unsere Mitarbeiter, hier die Baumeister, die gehen schon übers Spielfeld drüber, okay. Leider, wie gesagt, leckt es wieder. Das ist mir jetzt auch erst heute wieder aufgefallen, als ich alles gestartet habe. Vielleicht wieder ein Update, was leider ein paar Lecks rausbringt.
Weil grundsätzlich, das muss man ja dazu sagen, verändert sich das Spiel nicht oder verändert sich am Spiel nichts, außer dass ich halt dieses Maximum an Baufläche ein bisschen vergrößert habe. Die Spielfläche bleibt gleich, nur diese eine Variable verändert sich. Und ich habe es, wie gesagt, mit den anderen Spielständen auch getestet, die laggen auch wieder. Ich weiß nicht, was sie da machen, aber leider nicht immer was zum Besten. Und zwar, wenn, Verwirrung. Und zwar, mein Plan für heute, das Ganze hier anfangen zu verschieben. Denn ich will schauen, dass wir hier Parkflächen hinbauen, die den aktuellen Hauptterminal verändern, mehr Busflächen, große Busparkanlagen bauen können und vor allem auch eine Tiefgarage für Autos, dass der Verkehr mal ein bisschen geordneter wieder läuft. Denke ich, wäre das hier gar nicht schlecht. So, dafür muss halt erstmal der Zaun weg. Und das tun sie ja jetzt aktuell, so wie es ausschaut. Ganz brav und ordentlich. Und wir haben ja auch genug Mitarbeiter dafür hier da. Das nächste ist auch zum Beispiel hier, dass die Terminals hier noch so da dran sind. Das macht es mir nicht, auch nicht einfach. Die würde ich dann hier irgendwo hin platzieren, dass wir so einen Hangarbereich haben. Und dann kommt halt hier zum Beispiel jetzt Tankanlagen und alles hin. Hier eine Hangaranlage. Und hier noch ein paar Hangars, dass wenn halt in Zukunft, dadurch, dass unser Flughafen jetzt natürlich ein bisschen expandieren wird, dass dann dementsprechend genug Platz für Notfälle ist, Vogelschlag und den ganzen Blödsinn hier. Was ich aber auch spannend fand, hier unsere Fluggastbegleiter sind schon wieder vor Ort und auch die Hausmeister. Und ich muss mir sagen, ich finde hier das ganz interessant, dass hier insgesamt befördert Gepäck 1800, auf dem Laufband sind 190. Und wir haben Abflüge 800 und Ankünfte 500. Das ist schon heavy. Förderbandwagen sind... Ach, guck mal. Das ist jetzt gerade ganz praktisch, weil ich sehe jetzt hier, dass wir einen Förderbandwagenmangel haben. Das bedeutet... Ja, jetzt merkt man es wieder. Die Lecks, die sind schon wieder da und sie stören auch wieder. Bedeutet, wir können jetzt neue Förderbandwagen kaufen. Kaufen wir nochmal 3, die können wir uns ja gut leisten. Ist ja absolut kein Problem. So. Und ihr seht schon, der Verkehr ist halt hier teilweise ein bisschen schlecht. Ich will das hier in Zukunft Doppelstraßen überführen. Und halt hier auf voller Länge rein theoretisch das Ganze durchführen. Auch mit zweispurig und so Zeugs versuchen einzuführen. Aber eins der wohl, würde ich sagen, wichtigsten Sachen ist auch, guck mal, die Servicefahrzeuge. Wie viele Servicefahrzeuge habe ich eigentlich? Solche. Das ist Servicefahrzeug und du bist auch ein Servicefahrzeug, oder? Für Reinigung ist Servicefahrzeug für Bord. Jetzt müsste ich doch rein in eine Fahrzeuge sehen, wie das ausschaut. Kann ich hier nicht irgendwie sehen? Treibstoff, Flugzeug, hier. Ich habe sogar 2 von den Fetten gekauft. Alter, bin ich dumm. Untätig nicht zugewiesen. Ich muss die auch nicht zuweisen. Also, okay, ich muss die keinen Parkplatz auf jeden Fall zuweisen. So, aber wo sehe ich denn jetzt hier? Oder fällt das hier unter Gepäck? Und was fällt denn das? Transit? Müsste es auch unter Flugzeug fallen. Servicefahrzeuge für Reinigung. Habe ich 6 Stück, 7 Stück. Für Bordpflege habe ich 4, 6 Stück. Geht das? Jo, ganz gut. Fahrzeugschlepper habe ich einige. Okay, dann schaut das alles ganz gut aus. So, jetzt haben sie hier den Zaun entfernt. Und der hier, das Depot ist leer. Bedeutet, ich kann das hier eigentlich abreißen. Wie gesagt, der Plan ist, das Ganze zu überarbeiten. So, wie ist der Straßenaufteilung hier jetzt nochmal? Wenn ich jetzt Servicestraßen schaue, ist das Stufe 2. Wir bearbeiten zwar die ganzen Straßen hier noch. Alter, ich traue um diese Lecks, weil die sind echt schlimm. Da kommt ein Müllcontainer. Ah, das ist cool zum Beispiel, wenn jetzt hier so sehen, hier ist noch Teer. Wenn ich das jetzt umwandle, dann braucht es gleich nur kurz und dann passt sich das an. Das ist mega cool.
Ist das jetzt hier noch Tunnel einfach? Das ist noch Tunnel. So, wieder das ist alles schon geupgradet. Hier ist auch alles geupgradet. Perfekt. Nicht da rein, das Gebäude ist doch gleich weg. Ja, danke schön. Oh, ich glaube, ich habe gerade zu wenig Parkplätze, kann das sein? Hm. 0 von 20. Ja, wir müssen hier jetzt schauen, dass wir Parkplätze bauen. So, schauen wir, wenn wir hier Hangars hinmachen. Dann würde ich jetzt sagen, wir haben hier für... Wo sind denn die Sachen? Oder sind die im Flughafen? Nee, woanders. Das sind jetzt die großen Hangars, die müssen wir nicht jetzt dann auch bauen. Und die sind halt, ja. Andere Dimensionen haben die. So, wir bauen aber Parkflächen. Und ich weiß, wir hatten welche. Da, hier. Nein, nicht schon wieder die Karte. Ich würde hier mit einem Viererabstand anfangen. Nummer 2 hinzusetzen oder beziehungsweise Nummer 3, weil wie gesagt, das wird jetzt alles ja dann umgesetzt und hier so hin verbaut. Ah, ich bin schon doof, warte mal. Ich bin schon richtig blöd. Ich habe die aktuelle Straße zum Ansatz genommen, die wird ja auch verändert. Nochmal. Warte mal, so. Also, hier Straße, Straßenansatz, 4 rüber. Gut, dann können wir hier die Servicestraße bauen. Servicestraße. Und die soll halt direkt dann hier durchführen. Das ist halt die Sache jetzt gerade. Und wird dann hier auch weiterhin das Problem sein wahrscheinlich. So. Wird einfach ein bisschen großzügiger bauen. Damit die auch rein theoretisch kurz stehen können. Wir tun jetzt unser ganzes System ein bisschen umbauen anfangen. Wir werden auch massiv Flugfahrzeuge noch kriegen, deswegen, die Dinger sind wichtig für uns. So, dann ist natürlich die Servicegebäude. Das zum Beispiel, das hier ist jetzt dann so eine Sache. Das hier müsste dann rein theoretisch irgendwo hier hin. Weil... Braucht ihr einen Anschluss für öffentliche Fahrzeuge hinten? Das ist wieder eine Sache, die mich so ein bisschen stört. Das Catering-Depot. Verschieben kann ich das nicht. Warum kann ich das nicht verschieben? Warum darf ich dich nicht zum Beispiel verschieben? Die Sachen haben ja nicht die Auswahl. Du hast die Auswahl. Warum? So, wir spielen jetzt die Zeit ein bisschen vor. Damit hier ein bisschen was passiert. Ich weiß gar nicht, was die ganzen Bauarbeiter machen. Ach, die werden wahrscheinlich noch einen Zaun ziehen. Wir bauen jetzt mal für SS nicht mehr einen Zaun, weil ich glaube nicht, dass unbedingt gleich Tiere reinkommen. Was ich gerne noch anstreben würde, wären mehr Sitzplätze hier oben. Und das auf einen ganz simplen Weg. Wir akzeptieren. Maydays sind immer willkommen bei uns. Hätten wir mehr Plätze, wäre das auch gar kein Problem. So, wo bist denn du, 001? Bestätigen. Und den Flug muss man leider annullieren in dem Fall. So, zurück zum Thema. Wir werden jetzt hier das Ganze kopieren. Komm. Und dann einfach rotaten. Dadurch passt es natürlich dann direkt hier hin. Und die Sitzplätze werden auch direkt so angepasst, wie es in Zukunft sein wird. Das findet er ganz gar nicht toll. Ah, hier ist irgendwas schief. Ah, nee, warte mal, das passt schon.
Hier oben ist es dann wieder anders. Da muss man dann... Ah ne, warte mal. Umgedreht, das ist dann der letzte, oder? Ach, warte mal, die habe ich immer noch falsch rum. Die sind ja immer noch falsch rum. Ich bin so ein Idiot. Planungsmodus umschalten. Hat den Planungsmodus jetzt aktiv? Jetzt halt den Planungsmodus. Und dann kann ich doch hoffentlich... Planungsmodus. Achso, warte mal. Planungsmodus muss ich gleich ja dann hier hingehen, sagen. Für mittelgroße Fahrzeuge das hier und dann Abrisswerkzeug verwenden. Und dann das dementsprechend richtig verwenden. So. Dann sollte das dann stimmen. Ja, das passt circa so. Oh, Feuer. Der Dienst ist unterwegs. Sie müsste irgendwo dann das Mayday-Flugzeug gleich auch unterwegs sein. Ist es das? Warte, hier. Irgendwas hat es geraucht. Irgendwo hat es geraucht. Das warst du hier. Dass das Feuerwehrfahrzeug da unterm Flügel platzt, das glaube ich ehrlich gesagt nicht unbedingt. So, wie schaut es mit Fahrzeugen aus? Feuerwehrfahrzeuge ja, sind ausgeglichen, weil ich gerade eins verwende. Also wie gesagt, die Größe dieses... Die Bauarbeiter wie die Zwergenarmee laufen durch, vernichten jedes Stückchen Zaun auf dem Weg. Zack. Der Nächste, komm schon. Einer von euch. Zack, der nimmt sich hier vor. Der nimmt sich das Stück vor, jawohl. Wer nimmt sich jetzt das Stückchen vor? Hallo, hier sind noch Stückchen übrig. Wo sind die Nachzügler, die das erledigen? Bist du? Machst das du jetzt? Leck. Nö, wer macht denn das? Gibt's noch mehr Nachzügler? Ach, guck mal, da kommt ja noch eine halbe Armee. Und der andere Zaun ist auch noch nicht abgerissen. Oh, scheiße. So. So, sie haben wenigstens eine schon mal abgerissen. Das ist schon mal gut. Bedeutet, wir gehen jetzt aus dem Planungsmodus wieder raus, bevor ich Scheiße anfange zu machen. Und sagen wie folgt. Hier anschließend. So wird's gemacht. Dann haben wir nicht hier eine schöne Kreuzung. Und wie groß ist denn das Gebäude eigentlich? Kann man das hier an die Straße rein theoretisch anbauen? Also das so oder so nicht. Das passt einfach nicht hin. Aber die anderen. Feuerwehr, Ding, ja, dann muss, das kommt wahrscheinlich alles hier hin. Hauptsache, ich kriege irgendwie die Fläche hier dann langsam frei. Und setze das alles so ein bisschen nach hinten. Also wie gesagt, auch die Straße wird sich dann nach da hinten verlegen. Beziehungsweise hier oben irgendwo langlaufen. Und dann hier an die Terminals auch anschließen. Weil die Flugplätze oder Landeplätze werden ja dann auch verschoben. Die gehen ja auch weiter weg. Wir sind ja hier auf einem guten Weg. So, da wird es gerade repariert. Wird es repariert oder verschrottet? Reparatur, okay. War dann wahrscheinlich nur ein Vogelschlag. So, wo bleiben denn unsere Baumeister, unsere Hibi-Hibi-Ho-Baumeister? Seid ihr überfordert? Ich gebe euch einen Denkanschutz. Anschub. Ich weiß gar nicht, was haben die denn? Hallo? Wollt ihr jetzt was machen oder seid ihr jetzt gerade komplett lost? Wo ihr denkt so, oh, scheiße, ich stehe hier neben der Stadtbahn und neben dem Baum. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich glaube, einige bewegen sich schon zum neuen Zaun. Warum laufen die außen rum? Ach, guck mal, eine Stelle habe ich versehen zu löschen, wie es scheint. Ich habe schon wieder Personal. Ich habe immer noch Personalmangel. Das ist natürlich nicht schön. Fluggastbetreuermangel. Oh, das ist nicht gut. Hausmeistermangel, das ist auch nicht gut. Aber verkraftbarer. Mal zwischendurch eine Leitung ausfallen lassen. Das ist ja schon in Ordnung. Aber Personal. Oh, Administration. Wer braucht denn Admin? Achso, warte mal. Das sind meine Leute.
CIO, Administrator, ich brauche Betreuung, bitte. Hausmeister, schaut, da ist auch ein schöner Hausmeister dabei. Da ist auch noch ein schöner Hausmeister, Fluggastbetreuer, hier, schau mal. Oh, ihr schaut ja alle grausam aus. Was seid denn ihr für Fluggastbetreuer? Kann ich hier filtern? Na, nur Fluggastbetreuen, bitte. Das macht mir mein Leben einfacher. Ach du Scheiße. Alle erstmal ablehnen. Da kommen bestimmt gleich neue. Mitarbeiterzufriedenheit bei 48%. 58%? Wieso das denn? Oh ja, du bist super. Du kommst auf jeden Fall ins Team. Oh, du auch? Wir haben Geld. Der Flughafen wird ja nur noch größer. So, dann. Oh, schau, was da jetzt für Leute reinkommen. Top-Qualität, sage ich euch. 60% Zufriedenheit. Gibt es dafür auch irgendwo so einen Maßstab, was, wie, wo? Schichten. Ich kann Schichten einstellen. Das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Informationsschalter, Schichtlänge, 4 Stunden. Job ist Führungskräfte, Büroarbeitszeiten von 0 bis 0 und Administration von 0 bis 0. Wir sind mal gnädig. Führungskräfte und alles arbeiten nicht durchgehend. Ihr arbeitet bitte von 6 Uhr in der Früh bis 9 Uhr abends. Und ihr seid jetzt ein bisschen vorherbildhafter. Ihr fangt schon um 5 Uhr oder 4.30 Uhr an, sagen wir mal. Was haltet ihr von 34? Warum ist das jetzt bei 29? Wer kommt denn auf die Idee? Gut. Dadurch sollten die Büros nachts auf jeden Fall leer werden. Wie viel haben wir jetzt? 20. Hey Leute, ihr habt Feierabend. Oder sind das jetzt unsere Manager? Habt ihr jetzt nicht schon Feierabend? Habe ich das falsch gesehen? Oder gilt es erst in ein paar Tagen? Wir wollen natürlich die Mitarbeiterzufriedenheit steigern. Sicherheitsbeamte fehlt einer. Das können wir schnell lösen. Das sollte jetzt hier nicht das Problem sein. Personal, Einstellungskriterium. 64, ja. Ja, 4% dafür, dass wir sie hier ein bisschen geboostet haben. Und ich bräuchte jetzt bitte Sicherheitsbeauftragter. Einen guten alten Sicherheitsbeauftragten. Gut, anstellen, du bist auch dabei und du auch. Ihr leider seid alle aus dem Bewerbungsprozess draußen. Wir tun jetzt mal was ganz Beklopptes. Wir nehmen jetzt hier auf alle, sagen alle, die unter grün sind. Ah ne, warte mal, wir müssen andersrum. Wollte ich schon machen. Alle, die grün sind, werden jetzt einfach angestellt. Scheiß drauf, ob wir es brauchen oder nicht. Irgendwann werdet ihr gebraucht. Ne, alle, die hier drunter fallen. Ich würde euch gerne alle ablehnen. Mit solchen Leuten kann ich leider nichts anfangen. Egal wie gut ihr seid oder wie günstig ihr als Arbeitskraft seid, ich will Top-Qualität für diesen Flughafen und wir müssen die Sicherheit garantieren. So. Außerdem würde ich gerne alle weiterbilden im Sicherheits- oder in den Sektoren hier, die nicht unter die aktuellen Bereiche passen. Nein, nicht entlassen. Alter, seid wahnsinnig. Ich würde gerne einfach alle mal schulen. Was ist damit? Schulen wir alle. Weiterbilden. Sie werden zwar alle teurer, aber... Du, das ist absolut kein Problem für uns. Wir tun jetzt weiterbilden, weil der Flughafen wird nur noch größer und wir brauchen Top-Qualität. Und Top-Qualität können wir nur bieten, wenn wir sie auch natürlich weiterbilden. Kostet uns zwar Schweinegeld, aber ich würde sagen, das ist aktuell das Risiko wert. Hier angestellt seit 7 Tagen und einem Jahr, wie es scheint. Das finde ich vollkommen gut. Wir haben 12 Seiten Angestellte! Gibt es hier nicht so einen Button, alle fortbilden? Ich soll jetzt doch 12 Seiten durch mich. Das könnte was werden. Maximal geschult. Okay, Leute, aber ich überziehe schon wieder.
und sehen heute hier den Horror des Weiterbildens. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr nicht habt. Und schreibt in die Kommentare mal rein, was für Ideen ihr hättet, wie wir oder was wir in den Flughafen so einbauen könnten. Sollen wir rein auf Zeug gehen? Sollen wir eine Kombi machen? Einen riesigen Platz für kleine Flugzeuge und mit vielen Landebahnen für Außenstehende, die ihre Flugzeuge bei uns landen wollen? Schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, es hat gefallen. Ja, was soll ich noch weiter sagen? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.